Kapitel 1. Ein Schuss. Im Wohnzimmer kracht ein Schuss. Und noch einer. Matthias läuft ins Zimmer. Papa, was ist denn los? Hast du geschossen? Ludwig Sonnleitner, sein Vater, steht ruhig da. Das war doch nur ein Video. Von unserem Schützenfest im letzten Jahr. Da habe ich doch geschossen. Und du warst der Schützenkönig. Ludwig lacht. Genau. Und heute... Okay. So hier sollten Sie einmischen. Matthias läuft ins Zimmer. Worum geht das hier? Das ist eine Geschichte. Okay. In Süddeutschland wohnt eine Familie. In der Familie gibt es 4 Personen. Ja. Es gibt Ludwig Sonnleitner, der Vater, also Leiter der Familie, und seine Frau Edelgard Sonnleitner. Vater ist da, die Frau ist da und sie haben 2 Kinder. Also sie sind jetzt fast erwachsen. Matthias und Rosi, 4 Personen. Heute ist der Vater da im Wohnzimmer. Er hat gerade ein Video geschaut, gesehen. Aber der Sohn hat einen Schuss gehört. Schießen ist to shoot. Gulli marna. Matthias hat das Schuss gehört. Er läuft ins Wohnzimmer. Was ist denn los? Warum Schuss? So ein Schuss. Im Wohnzimmer kracht ein Schuss. Schuss. Und ein Schuss im Wohnzimmer kracht ein Schuss. Und noch einer. Und dann noch einer. One more. Matthias läuft ins Zimmer. Papa, was ist denn los? Hast du geschossen? Ludwig Sonnleitner, sein Vater, steht ruhig da. Was ist da? Das war doch nur ein Video von unserem Schützenfest im letzten Jahr. Da habe ich doch geschossen. Und du warst der Schützenkönig. So normalerweise, diese Person schießt sehr gut und sie haben auch einen Verein, einen Club. Und er ist normalerweise Schützenkönig. Und heute haben sie nochmals das Fest. Also vielleicht er bereitet sich vorbereitet und sieht das Video, wie schaffe ich heute wieder. Papa, was ist denn los? Hast du geschossen? Ludwig Sonnleitner, sein Vater, steht ruhig da. Das war doch nur ein Video. Von unserem Schützenfest im letzten Jahr. Da habe ich doch geschossen. Und du warst der Schützenkönig. Ludwig lacht. Genau. Und heute gewinne ich wieder. Besonders heute. Edelgard Sonnleitner kommt dazu. Jetzt macht euch fertig. Es ist schon 9 und um 10 geht's los. Ludwig nimmt seine Frau in den Arm. Du kommst doch wieder mit. Und Rosi auch. Wo ist... Genau. Edelgard. Edelgard ist die Frau. Seine Frau. Sie kommt und sie kontrolliert. Jetzt macht euch fertig. Ihr Bankruhe-Staffel. Es ist schon 9 und um 10 geht's los. Geht es los. At 10 o'clock, the fest will start and you are still here. Jaldi karo bhai. Ludwig nimmt seine Frau in den Arm. So Ludwig takes lady in arm. Apne wife ko gale lagata hai wo. Du kommst doch wieder mit. Tum bhi to aa rahi ho na. Und Rosie auch. Wo ist denn die Rosie? Dekho article laga diya. Die Rosie. Kahan hai apni Rosie kahan hai bhai? Da ist doch schon seine Tochter. Und antwortet sehr direkt. The daughter is also there. She answered directly. Vater, ich komme nicht mit. Ich komme nie mit. Schießen, das ist nicht meine Sache. Ye mere ko koi interest nahi hai shooting mein. Main nahi aa rahi. Pichli baar aa gayi thi, wahi badi baat hai. Between the lines. Und dann dieses ganze Theater
और वो ड्रामा वहां का मुझे पसंद नहीं है किस तरह से वो लोग she is not interested. Wo ist denn die Rosi? Da ist auch schon seine Tochter und antwortet sehr direkt. Vater, ich komme nicht mit. Ich komme nie mit. Schießen, das ist nicht meine Sache. Und dann dieses ganze Theater. Ludwig ist schon etwas böse. Hör mal, das ist eine Tradition. Unsere gute alte Tradition. Du mit deinem Pazifismus gegen Gewalt, gegen Krieg, gegen dieses Schießen. Rosi wird immer lauter und ihr Vater auch. Das ist doch ein Schmarrn. Wir sind ein friedlicher Verein. Das ist doch nur Sport. Also die Tochter und der Vater, sie haben eine Diskussion. Ja? Alles verstehen sie nicht, kein Problem. Du Bakwas man kar apni. Gyan dene lagi apne baap ko. Baap ho tera. Gyan dene lagi mujhe. Gegen Gewalt, Krieg und diese Schießen. Har cheez ke bare mein tere paas gyan bahut hai. Gewalt against violence. हिंसा के खिलाफ ज्ञान देती है मुझे. क्रीग युद्ध के खिलाफ, शूटिंग के खिलाफ भी ज्ञान दे रही है. बंद करिए तुम्हारी बकवास. रोजी वर्ड इमर लाउटर und ihr Vater auch and die beide also geben ihre Argumente richtig. Also das ist noch ein Schwarm. Wir sind ein friedlicher Verein. Das ist doch nur Sport. Der Vater sagt auch dann ein bisschen vielleicht bessere Weise. Rosie wird jetzt ruhiger, okay? Und jetzt Rosie auch versteht ein bisschen. Aber Papa, ich mag das einfach nicht. Jo bhi ho, mujhe pasand nahi hai. Ich mag nicht, wenn du siehst. Für mich ist das kein Sport. I don't like when you shoot. Mere liye ye koi Sport nahi, aapke liye hoga. Main nahi aa rahi. Rosie wird jetzt ruhiger. Papa, ich mag das einfach nicht. Ich mag nicht, wenn du schießt. Für mich ist das kein Sport. Die Mutter will helfen. Ludwig, versteh doch das Madel. Aber Ludwig fragt nur, Edgard, bist du fertig? Du hast dir dein Dirndl gar nicht an. Ludwig, ich komme auch nicht mit. Was? Du auch nicht? Na, dann komm, Matthias. Das ist sowieso nur etwas für Männer. Plötzlich fällt ihm etwas ein. Aha. Und Edelgard sagt, sie kommt auch nicht mit. Mein bin nicht aari. Hä? Du bin nicht aari? Und isiliye usne Dirndl nahi pehna. Jo traditional dress pehen ki jati hai uski wife saath mein Dirndl. Du hast den Dirndl garnished an. Anhaben means to wear. Tragen. Na, ich komme auch nicht. Matthias. Ich komme auch nicht mit. Mehr bin ich nicht. Du bin nicht aari. Okay. Dann sagt er, dann komm Matthias. Das ist sowieso nur etwas für Männer. Aber ihr Shooting-Mooting in Ladies-Logon ka kaam nahi hai. Koi nahi. Ye waise bhi mardon wali baat hai. Matthias, tu aja. So sagt der Vater. Und plötzlich fällt ihm etwas ein. Wo ist denn mein Rucksack? Wo ist mein Rucksack? Nimmt immer Rucksack mit. Rosi fragt neugierig, wozu brauchst du denn deinen Rucksack? Ye kis liye chahiye? Mein Rucksack ist immer dabei. Arre, ye toh hamara hamesha saath hi rehta hai. Besonders heute. Heute euch. Also, heute euch means goodbye, kind of. The tour cracks so wegs in Vater und Sohn. And then, die beiden sind weg. Wo ist denn mein Rucksack? Rosi fragt neugierig. Wozu brauchst du denn deinen Rucksack? Mein Rucksack ist immer dabei. Besonders heute. Führt euch. Die Tür kracht zu und weg sind Vater und Sohn. Kapitel 2. Da kommt ja unser Schützenkönig. Vor dem Gasthof Brandl in Seebruck stehen schon die Männer des Schützenvereins. Also hier, das ist Szene 2. Wir sehen nur Szene 2. Dann machen die selbst weiter. So, jetzt sind sie da im Verein. Die beide.
oder der Sohn Matthias und auch Schützenkönig Ludwig. Und die alle begrüßen ihn. Sie sind da im Gasthof und sie begrüßen ihn und Ludwig und sein Sohn, langsam, jetzt wartet mal, noch bin ich nicht der neue Schützenkönig. Also als sie ihn Schützenkönig nannten, hat er gesagt, wartet mal. Usne, un logon ne usko jaise hi kuch Schützenkönig bola, unhone bola, ruk jao thoda, jitunga to main, par thoda ruk jao, uske baad mein keh lena mujhe, Schützenkönig. Und dann fragt jemand, wo ist Edelgard und die Rose? Kahan hai wo, kaise nahi aayi aaj? Die Kameraden sind neugierig. They are curious why they are not there. Normally they come. It means Ludwig mag nicht sagen. Ludwig was not interested to explain ki meri beti to against jiske bolti hai, pasand nahi hai usko. Ye sab wo bolna nahi chahta. Aber Matthias sagt, the Machen wieder was anderes. They are doing something else. Okay. Eins Edelweiß und begrüßen Ludwig und seinen Sohn. Langsam, jetzt wartet mal, noch bin ich nicht der neue Schützenkönig. Wo ist denn deine Edelgard und die Rosi? Die Kameraden sind neugierig. Ludwig mag nichts sagen, aber Matthias erklärt, die machen wieder was anderes. Der Xaver sagt drauf, klar, die Rosi und der, wie heißt der Barzi? Ah ja, Mario. Du, das geht dich nichts an, Xaver. Das ist ihre Sache, antwortet Ludwig. Gehen wir jetzt rein? Das Fest beginnt und es ist ein großes, schönes Fest. Ludwig fühlt sich wie ein König unter Freunden. Ludwig, jetzt trinken wir auf deinen Burm, den Matthias, ganz der Vater. Xaver, der Präsident des Vereins, steht auf und hebt den Bierkrug. Trinken wir auf die Sonnleitners und auf unsere schöne Heimat. Prost! Prost! Cheers! Danach beginnt das Schießen auf dem Schießstand. Und auch heute schießt Ludwig am besten und gewinnt. Wieder ist er der Schützenkönig. Das haben Sie vielleicht schon verstanden. Wieder ist der Schützenkönig. Also am Schießstand hat er wunderbar geschossen und wurde nochmals König, also Gewinner. Und dann, jetzt wollen sie zusammen essen. Alle sind wieder im Gasthaus und sitzen zusammen. Jetzt kann das Festessen beginnen. Die Männer singen ein Lied und noch ein Lied von der Heimat, lachen und sind fröhlich. Nur einer fehlt. Only one is missing. Das Essen wird gebracht. Wie immer ein großer Hirschbraten mit Blaukraut und Semmelknödeln und dazu ein gutes Bier. Wo ist er denn, unser Schützenkönig? Also das ist das Essen. Hiran khane aaj ye, special dish hai unki. Und dann alles, also wunderbar nach ihnen. Aber wo ist denn unser Schützenkönig? Einer fällt. Only one is missing. Everyone, also außer ihm sind alle da. Xaver schaut auf den leeren Platz neben sich. Leeren Platz. Jo khali jagah hai, usko dekhta hai, wo aaya kaise nahi? हमारा यार राजा आया नहीं, वो तो सबसे पहले आता है, वो तो ऐसे मामले में तो और आगे रहता है. Aber etwas ist los. Xaver schaut auf den leeren Platz neben sich. Warten wir halt, er kommt schon noch. Aber Ludwig kommt nicht. Es ist wirklich komisch. Sonst ist er doch immer der Erste am Tisch. Langsam werden sie unruhig. Auch Matthias. Hoffentlich ist nichts passiert. Matthias, schau doch mal nach, wo dein Vater ist, sagt jetzt Xaver. Matthias geht hinaus, direkt zum Schießstand. Er hat ein komisches Gefühl. Er sucht... Da! Was ist das? Er erschrickt und läuft hin. Auf dem Boden liegt sein Vater. Was ist mit ihm? Er will ihn wecken. Papa! Papa! Aber sein Körper ist leblos und kalt. Und? Also er kommt da. Er sucht den Vater. Wo ist der Vater? Und dann
Er erschrickt sich. Er erschrickt und läuft hin. Also er kommt hier zum Seestand. Vater ist leblos, lifeless, am Boden. Was ist denn los? Er sagt, Papa, Papa. Also das Kind, Matthias, ist immer noch jung. Auf dem Boden sieht ihr Vater leblos. Ihr versteht nicht, was passiert ist. Das versteht er nicht. Sein Vater ist leblos und kalt. Das heißt tot. Auf dem Boden liegt sein Vater. Was ist mit ihm? Er will ihn wecken. Papa! Papa! Aber sein Körper ist leblos und kalt. Und da, Blut an seinem Kopf. Vater! Vater! Ruft er nochmal leise. Was soll ich jetzt tun? Matthias fühlt sich zuerst ganz hilflos und schwach. Langsam aber wird er ruhiger, denkt nach und handelt. Habe ich alles richtig gemacht? Auch mit dem Rucksack? Jetzt erst läuft er ins Gasthaus zurück. Hilfe! Mein Vater! Es ist etwas passiert! Er liegt da! Schnell den Notarzt und einen Krankenwagen! Okay, und er sieht dann Blut an seinem Kopf. Kopf, Blut. Blöd dikta usko sirpe. Vater! Ruft er nochmals leise. Aber für isko laga ki pata chal jayega logon ko. Was soll ich machen jetzt tun? Main kya karu? Kya karu main? Matthias fühlt sich zuerst ganz hilflos. Shuru mein to dekhta ye kya ho gaya? Oho. Schwach. Langsam wird er ruhiger. Denkt und handelt. Phir isko samajh mein aata hai ki mujhe kya karna chahiye. Phir होशियारी से काम करता है ये। अभी शालिश रिश्तेश के मार्ग मैंने सब किसी ने देखा तो नहीं मुझे, मैंने सब ठीक ठाक कर दिया ना काम, बचा दिया ना काम। आउक मिड दिन रुकजाक और रुकजाक को भी सेट कर दिया मैंने। यस्ट एस्ट लॉफ्ट एयर इन गस्ट हाउस शुरू और अब जाता है पट्ठा गस्ट हाउस। हिल्फ है बीच में काम कर दिया, अब जाके कह रहा है हिल्फ है ऐसे पास पास। Er liegt da, schnell, den Notarzt, Krankenwagen, Ambulance bulao, Doktor bulao. Sare log wahan aate hain, uske charon taraf aate hain, Doktor bhi aa jata hai. Aur Doktor un sab ko wo baat batata hai, jo unko pehle hi pata hai. Ludwig ist tot. Ab ye jo story humne dekhi hai, suniye abhi. ये कमाल की स्टोरी है। डिस्ट्रक्शन क्योंश क्या मथियास ने मारा है पापा को? उसने क्यों बोला कि किसी ने देखा तो नहीं मुझे, काम जचा दिया उसने और फिर जाता है? या फिर इस क्लब में से ही कोई एक बंदा है जो शायद लुडविस को पसंद नहीं करता, क्या उसने मारा है? क्या लुडविस ने खुद को ही मार लिया? अब पुलिस आएगी यहां पे, क्या पुलिस को पकड़ में आ जाएगा क्रिमिनल? सो एस्केप फील ऑफ रागन, सवाल बहुत है। ये क्रिमिनल स्टोरी है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग, आपको ये स्टोरी देखनी है। वीकेंड तक आप इसको फिनिश करोगे, बट मैं स्टोरी का नाम लिख देता हूँ। स्टोरी ढूंढने में जोर नहीं आया मुझे, मैंने गूगल पर डाला और फटाक से स्टोरी दिख गई आपको, ऐसे ही आपको देख लेना है। डियर शुटशन क्योंश, शुटशन क्योंश ऐसे ही कुछ है नाम, डियर शुटशन क्योंश। फोन से ऐसे को चेक कर लेना बाकायदा, उसमें आपको ऑडियो भी दिखेगा और स्टोरी भी साथ साथ दिखेगी, सब समझ आएगा आपको। इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि हो सकता है कुछ लोग तो आज ही पूरी खत्म कर दें, इतनी इंटरेस्टिंग है। और आपको पता चल जाए
कि किसने किसको मारा और किस किस का मर्डर होना बाकी है, ये सब आपको अगर पता चल जाए तो समझ लो आप पूरी स्टोरी देखने के बाद में तो समझ लो आपकी जवान अच्छी हो चुकी है। और भी बताऊंगा आपको स्टोरीज के नेम, बट ये तो आप देख ही लो।